Glühwein, Grog, heiße Zitrone? Nein, danke. Ist alles in Ordnung? Ja, ja. Es ist nur, weil ich fliege heute zum ersten Mal. Schon so spät? Ja, es ist höchste Zeit. Die Nacht ist aber schnell rumgegangen. Du lass Helga bloß nicht warten. Meine Tochter nimmt so etwas sehr krumm, also höchste Beeilung. Ich mach für Sie weiter. Danke, Angela. Freuen Sie sich auf Ihre Tochter? Aber sehr, sehr. Klaus und Helga sind Jugendfreunde. Ja, sie kennen sich von klein auf. Ist das heiß? Eisgekühlte Getränke? Nein, danke. Wie spät ist es denn? Es ist gleich 8. Sie haben wunderbar geschlafen. Meine Damen und Herren, bitte anschnallen und das Rauchen einstellen. Wir landen in wenigen Minuten auf dem Flughafen Athen-Eleniko. Werden Sie in Athen erwartet? Ja, danke, ich werde abgeholt. Attention, please. KLM announces the arrival of the flight from Amsterdam, Frankfurt, Munich. Attention, attention, s'il vous plaît. L'avion de KLM d'Amsterdam, Frankfurt, Munich arrive dans quelques instants. Achtung, Achtung! Die KLM nimmt die planmäßige Ankunft ihrer Maschine aus Amsterdam, Frankfurt, München bekannt. Entschuldigung, ich weiß, ich bin zu schnell gefahren, aber ich muss zum Flugplatz. Ach Gott, ist da wieder keine Papiere bei mir. Ja, aber ich war immer zum Flugplatz. Attention, s'il vous plaît. Les passagers de la KLM venant d'Amsterdam, Francfort, Munich sont priés de se rendre dans le hall pour le contrôle de la douane. Achtung, Achtung! Die Passagiere der KLM-Maschine aus Amsterdam, Frankfurt, München werden gebeten, sich zur Zollabfertigung in die Halle A zu begeben. Schiri! Sweet Holly! Willkommen, Mary! Oh, mein little doctor! Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Nein, danke. Ich verstehe das gar nicht. Lass ihn doch, Ella doch. Sie mal nicht dazu. Lass ihn nicht mal. Wenn wir ikus dir das mehr. Ikus dir das mehr, Entschuldigen Sie, mein Fräulein, darf ich Ihnen irgendwie helfen? Sie sprechen Deutsch? Ein wenig. Ich möchte Dr. Lindenberg, Neu-Faleron. Wenn Sie erlauben, dann bringe ich Sie mit meinem Wagen dort vorbei. Oh, das ist sehr freundlich. Aber ich möchte lieber ein Taxi nehmen. Ganz wie Sie wünschen. Taxi! Neu-Faleron. Wo
Wo nur Dr. Weinert mit meiner Tochter bleibt. Vielleicht sehen Sie sich gleich die Stadt an. Das glaube ich nicht, Zigarette. Danke, Herr Doktor, ich rauche immer noch nicht. Das werde ich mir nie merken. Und wenn Sie noch 10 Jahre bei mir sind. Haben Sie die Versuchsberichte mitgebracht? Ja, hier. Mhm. Wie viel Zeit brauchen wir noch für die Arbeit? 14 Tage, Herr Doktor. Und wann ist der Kongress? In 10 Tagen. Da werden wir aber Tag und Nacht arbeiten müssen. Ja, das werden wir müssen. Na, mir tun doch Klaus und Helga leid. Die beiden werden nicht viel voneinander haben. Sollte Ihre Tochter kein Verständnis dafür haben, dass die Arbeit vorgeht? Bestimmt nicht. Als ich 19 Jahre alt war und zum ersten Mal verliebt, hatte ich auch kein Verständnis dafür, oder Sie? Hm? Das weiß ich nicht mehr. Ist zu lange her. Na, 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 übertreiben Sie mal nicht. Herr Doktor! Herr Doktor! Sie kommt! Mein Kind kommt! Mein Helga-Kind kommt! Sie hat meine Tochter erzogen von ihrem 7. Lebensjahr an, als meine Frau starb. Und jetzt ist es eben ihr Kind. Helga, mein Liebling! Helga, lass dich anschauen! Was so ein halbes Jahr ausmacht, wie du aussiehst. Ja, wie denn? Also erwachsen. Wie deine Mutter. Genauso, als sie heiratete, damals. Warum weinst du denn, Bertha? Das soll ich nicht weinen, wenn ich mich so freue. Angela, darf ich Ihnen meine Tochter Helga vorstellen? Das ist Fräulein Birkmann, meine Assistentin. Freut mich. Freut mich. Ich gehe gleich ins Labor zurück. Also so sieht nun eine perfekte Pianistin aus. Oh, eine perfekte Anfängerin, ja. Und du hast die Prüfung wirklich bestanden? Als Beste sogar. Ah, die müssen die anderen aber sehr schlecht gewesen sein. Du, hör auf, oder ich spiele dir was vor. Oh ja, bitte, das Heideröschen. Ja, 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 also bitte nehmen Sie dir, bringen Sie auf Ihr Zimmer, sie wird müde sein und hungrig. Ja, weder noch, aber geladen auf Klaus. Ja, Klaus, Klaus, wo ist er denn überhaupt? Das möchte ich auch wissen. Hier ist er. Sag mal, du hast wohl nicht nötig, mich abzuholen, was? Ja, und du nicht mir guten Tag zu sagen, wie? Klaus. Wieso habt ihr euch denn verpasst? Die Polizei hat mich aufgehalten. Weil du zu schnell gefahren bist. Ja. Noch böse, Helga? Nein, aber Kuss kriegst du nicht dafür. Wieso, du? Wenn ich dich erwische. Du! Nein, du Na, jetzt ist aber Schluss. Darf ich Helga das Zimmer zeigen? Bitte. Ja, aber nur, wenn ich mit darf. Nein, ausgeschlossen. Wir müssen uns erfrischen und umkleiden. Dabei können wir Männer nicht brauchen. Komm, Helga, lang, komm schön. Du, ich glaube, es wäre ein großer Fehler, wenn wir jetzt sagen, dass wir heute Abend arbeiten müssen. Ja, das glaube ich auch. Es tut mir nur leid für dich, Klaus. Ja, und mir für Helga. Wenn ich daran denke, dass ich ihr geschrieben habe, wie viel Zeit ich für sie haben würde. Nun ja, sie ist ja kein kleines Kind mehr und wird das verstehen. Machen wir mal einen Tag blau. Ich meine, leisten können wir es uns nicht, aber wir haben ja schließlich noch 10 Tage Zeit. Und wenn sein muss, auch noch 10 Nächte. Ja, ich bin einverstanden. Also, wohin gehen wir mit Helga? Na, keine Ahnung. Ich war noch nie außen Athen. Das ist ja unglaublich, diese Jugend heutzutage. Ein halbes Jahr in Athen und noch nie aus? Ja, mein Chef hat mir noch nie Urlaub gegeben. Ja, unglaublich, diese Chefs heutzutage. Ach, ist der Schal schön. Ja, das ist ein wunderbares Stück. So wie Mutti ihn trug auf dem alten Bild, weißt du? Ja, und er steht dir so gut. Von Papa, nicht wahr? Ja. Und die Blumen? Auch von Papa? Ja, alles von Papa. Geh lauf, bedank dich, ja? Ach, ist das herrlich hier. Ich bin wie verzaubert, das ist wie ein Märchen. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann leben wir noch heute. Du, ich danke dir für den schönen Schal und die Blumen. Ja, bedank dich bei Klaus, nicht? Ich habe Bertha sagte doch... Ja, das wusste sie nicht. Sag mal, was hältst du von einem kleinen Bummel? Wirklich? Und ich habe geglaubt, du wärst wieder gekommen, um mir zu sagen, dass ihr Tag und Nacht arbeiten müsstet, so wie zu Hause. Na, hör mal, wo du den ersten Tag wieder bei uns bist. Aber trotzdem ist es dir ein Opfer, ich weiß es doch. Ja, bedank dich bei dem, der da kommt, bei Klaus. Das ist für den Schal. Wieso? Und das ist für die Blumen. Und das für den schönen Anfall, dass wir heute ausgehen. Ja, und das ist dafür, dass du dich jetzt noch hübscher machst, als du schon bist. Nein, noch hübscher, das geht wohl nicht, ne? Du steckst deine Blumen ins Haar. Das geht. Und nimmst du einen neuen Schal um? Das geht auch. Ja, wehe, wenn es nicht geht. 2 Tage hat er gebraucht, bis er ihn gefunden hat. Oh, ich verstehe, ne? Dann konnte er natürlich nicht pünktlich sein. Du, Hexe, du, ich beiß dir die Nase weg. Moment, Moment. Hol bitte den Wagen, ja? Und was machen wir mit Angela? Ja, die nehmen wir mit. Das arme Mädchen kommt ja sonst auch nie aus ihrer Arbeit raus. Ich hol sie gleich ab. Ja, wunderbar. Du, und nimm bitte meinen Wagen, ja? Entschuldigen Sie, Angela. Danke Ihnen, Klaus. Keine Ursache, gern geschehen. Ein kleiner Ersatz für den Sport, zu dem ich aus Zeitmangel nicht komme. Thank you.
er nur so lange bei Fräulein Wirtmann? Er wird warten, wie alle Männer, wenn eine Frau sich umzieht. Sag mal, bist du eigentlich zufrieden mit ihr? Oh, sehr. Sie ist ein Arbeitstier. Ist sie das wirklich oder tut sie nur so? Hast du was gegen sie? Na, wieso? Ich kenne sie ja kaum. Nein, sie ist eine wirklich angenehme Mitarbeiterin. Ich habe mich so an sie gewöhnt, dass ich überhaupt keine Lust habe zu arbeiten, wenn sie nicht da ist. Klaus auch? Das weiß ich nicht. Warum? Hm? Auch nur so. Wer sind Sie? Geh du nach vorn. Entschuldigt, wir haben uns verspätet. Ich setze mich nach hinten. Und bitte? Klaus, bitte fahr langsam, damit Helga etwas sieht, ja? So. Tag, Angela. Guten Tag, Herr Doktor. Schauen Sie doch, der Areopark. Ist das nicht herrlich, Helga? Sieh mal, da drüben, der Musenhain. Wunderbar. Das ist der Hadriansbogen, schon aus der Römerzeit. Ach ja. Nett, dass Sie mich mitgenommen haben. Das ist doch selbstverständlich. Eigentlich. Wollen wir da drüben hin? Ja. Fritz! Ja? Was sind denn das für Leute, hä? Schätze Engländer. Nein, bestimmt Deutsche. Deutsche? Hm. Ach was, du hast ja einen Knall. Werde meine eigenen Landsleute kennen. Glaube ich nicht. Wollen wir wetten? Von mir aus. 100 Drachmen. In Ordnung. Top. Top. Ja, das ist eine berühmte Taverne. Schon im Mittelalter haben hier die Piraten ihren Wein getrunken. Bist du schon oft hier gewesen? Oh, so im Durchschnitt jeden zweiten Abend. Oh, und jedes Mal mit einer anderen Dame? Nein, immer mit derselben. Nicht wahr, Angela? Glaub ich ihm kein Wort, er renoviert. Bitte, Angela. Guten Tag. Was wünschen die Herrschaften? Woher wissen Sie denn, dass wir Deutsche sind? Ach, wissen Sie, mit der Zeit bekommt man ein Gefühl für die Nationalität seiner Gäste. Ich hoffe, Sie sind gut nach Hause gekommen. Ja, danke. Ihr kennt euch? Doch, nur ganz flüchtig. Mademoiselle braucht ein Taxi und ich hatte die Ehre, es für Sie besorgen zu dürfen. Sagen Sie mal, wo haben Sie so gut Deutsch sprechen gelernt? In der Gefangenschaft. Aha. Dort habe ich auch meinen Freund kennengelernt, der da drüben an der Theke steht. Damals hat er mich nämlich bewacht. Dann gab er in Gefangenschaft und da habe ich ihn bewacht. Und jetzt bewacht meine Schwester uns beide. Ey, du nicht gucken, Fritz. Na, Moment mal, du guckst doch auch. Ah, aber du nur gucken auf blondes Mädchen. So? Wo ist denn hier ein blondes Mädchen? Also Hühnchen mit Rotwein, hallo. Ja? Fritz! Vier Brathühnchen und vier halbe rote. Bitte sehr. Und 100 Drachmen. Na nur, wieso? Aber sicher, ich habe gewonnen. Es sind Deutsche. Pech gehabt. Wünschen Sie irgendetwas Bestimmtes zu hören? Ihr Lieblingslied vielleicht? Ach, singen Sie, was Sie wollen. Überraschen Sie uns, Herr... Mario. Ist dir allerhand. 2 Minuten in Athen und bandelt bereits mit einem Mann an. Ha, selbst von Schulz hätte es ja pünktlich am Flugplatz sein können. Er wird nicht passieren. Na, was sagst du dazu? Ja, Helga hat in puncto Männer einen sehr guten Geschmack. Ja, das stimmt. Ich meine den Sänger da drüben. Ein Mann mit dir die Sterne sehen und in das Land der Liebe gehen, das war mein Traum, seitdem ich dich sah. Heute ist die Stunde da. Einmal mit dir verliebt zu zweit und von Musik verzaubert sein. Alles versinkt und wir sind allein. Das muss ein Märchen sein.
Wirst du endlich aufstehen? Da ist dein Frühstück. Na, Helgelein, wie war's denn gestern? Hm? Ach, Bertha, es war einfach himmlisch. Alle waren so nett zu mir. Ach, Herr Dr. Weinert auch. Hm, Klaus auch. Sag mal, glaubst du, dass er schon oft da war in der Taverne? Ach, was denkst du? Der geht doch keinen Schritt von seiner Arbeit fort. Auch nicht mit diesem Fräulein Birkmann? Ach, Helgelein, du bist verrückt. Geh jetzt frühstücken. Ach, ich mach ja auch nur Spaß. Aber weißt du, ich würde mich gar nicht wundern, wenn er sich hier verlieben würde. Hier muss man sich doch einfach verlieben in die ganze Welt, in alles. Übrigens, ich soll ja Klaus abholen. Er will mir Athen zeigen. Ja. Ach, guten Morgen, Fräulein Birchmann. Guten Morgen, Frau Lindenberg. Gut willkommen gestern. Ich möchte Herrn Dr. Weinert nachholen. Nein. Wollen Sie ihm Bescheid sagen? Das wird leider nicht möglich sein. Die Mikroaufnahmen haben gerade begonnen. Eintritt streng verboten, auch für mich. Wie lange wird das ungefähr dauern? Sicher ein paar Stunden. Wollen Sie sich inzwischen unsere Welt hier anschauen? Das ist alles sehr interessant. Nein, danke. Ich finde die Welt draußen interessanter. Ach, Sie müssen doch verstehen, Fräulein Lindenberg. In 10 Tagen ist der biologische Kongress in Rom. Bis dahin müssen die Versuche fertig sein, über die Ihr Vater referieren wird. Ja, ich verstehe. Ich verstehe alles. Waren Sie schon in der Stadt? Heute ist der St. Georgstag. Da tanzt man in Griechenland auf allen Plätzen. Angela, warum haben Sie sie nicht aufgehalten? Ich habe es versucht. Sie hat anscheinend wenig Sympathie für mich. Sie war sehr ablehnend, eisig sogar. Ach, warum sollte sie? Das weiß ich nicht. Sie müsste doch verstehen, was ein Forschungsauftrag bedeutet. Ach, sie ist jung. Hm. Haben Sie die Auswertung? Ja. Schauen Sie, ein kleines romantisches Mädchen kommt zum ersten Mal nach Griechenland. Sie freut sich darauf, mit mir zusammen zu sein und ist nun enttäuscht, wenn daraus nichts wird. Dann stellen Sie sich vor, ich wäre Ihr Freund und lasse Sie die ganze Zeit allein. Was würden Sie dann tun? Mich revanchieren. Oder ihr die Augen auskratzt. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie so zärtlich sein können. Ich rufe Sie mal an. Ihnen würde ich die Augen auskratzen. Zweimal angerufen. Ja, er möchte mit dir durch Attika fahren. Wann? Nächsten Monat? Oh nein, heute. Wirklich mit mir? Oder mit dieser sogenannten Kollegin, die ihn wie ein Kettenhund bewacht? Ach, Helgelein, du wirst doch nicht eifersüchtig sein. Ich? Hofft die Frau? Höchstens auf seine Arbeit. Aber Helge, Attika ist herrlich. Freust du dich denn nicht? Was wirst du denn anziehen? Das Kostüm? Oder das süße Helle? Du, ich glaube, das Helle kennt er noch nicht. Ob ich ihm darin gefallen? Natürlich. Du würdest ihm sogar ohne Kleid gefallen. Oh, oh, Verzeihung. Aber Bertha! Hier, Kaffee. Ganz frisch. Sehr stark und sehr heiß. Heißen Dank, Angela. Warum bekommt der Herr da drüben nichts? Dr. Weinert sagte, dass er gleich gehen muss.
Wieso denn? Was denn? Davon weiß ich ja nichts. Ich habe Helga versprochen, mit ihr auszufahren. Du Klaas, das geht nicht. Die Unterwasseraufnahmen müssen heute unbedingt gemacht werden. Die Objekte sind wunderbar im Licht, so bekommen wir sie ja nie wieder. Ja? Ja? Danke. Aristoteles hat angerufen. Die Unterwasseraufnahmen können heute überhaupt nicht stattfinden, wegen der starken Strömung. Auch das noch. Das heißt, dass wir noch zwei Tage verlieren. Mehr noch. Das heißt, dass wir mit der ganzen Arbeit aufhören können. Ohne die beiden Tage kommen wir ja gar nicht aus. Also du siehst, es hilft alles nichts. Wir müssen raus und so schnell wie möglich. Also gut. Aber Helga. Ja? Schade. Schon gut, ich will auch gar nicht wissen, warum nicht. Ja, aber Kindchen, was hast du denn? Ach, Bertha, ich weiß nicht, warum ich überhaupt nach Athen gekommen bin. Ach, hat Klaus wieder keine Zeit? Nein, hat keine Zeit. Hat er geschrieben, hat er gerade jetzt, wird er viel Zeit haben. Ja, aber du, da kann er gar nichts dafür. Das hat ihm dein Vater gesagt. Klaus braucht nur zu wollen. Papa ist doch kein Unmensch, der wird ihm schon Urlaub geben. Willst du nicht ein bisschen allein spazieren gehen? Ach, Bertha, ich trau mich schon gar nicht mehr raus. In dieser ganzen Stadt ist kein Mensch alleine, nur ich. Oh, du Dummele. Du bist ganz einfach verliebt. Das ist alles. Geh doch ein wenig ans Meer. Oder irgendwohin. Hm? Ja, Bertha, vielleicht hast du recht. Ich gehe irgendwohin. Letzter auf! Ich kenn mich selbst nicht mehr. Es jagt mich hin und her. Mit deinen Blicken fängst du mich ein. Aus deinen Augen spricht so viel Liebe. Oh, das kann nicht lügen. Das muss Wahrheit sein. Wenn Mario singt, sind alle weg. Was heißt weg? Weg heißt weg. Puccicato, perduto, caputo. Hm? Hey, nix versteht. Aber lass doch das Wörterbuch, das kann ich dir auch anders erklären. Wenn ich dich küsse, dann bist du weg. Oh, ich verstehe. Ich dann Puccicato, perduto, caputo. So ist es, mein Herzchen. Hm. Wie schön, dass Sie noch einmal gekommen sind. Bitte. Klaus, du pass auf, heute ist unten eine sehr starke Strömung. Ja, ich weiß, aber heute müssen wir die Dinge unbedingt fotografieren. Ist die Kamera in Ordnung? Ja. Sei vorsichtig, ja? Aus deinen Augen spricht so viel Liebe, aus deinem Leben strahlt das Glück mich an. In deinen Augen wohnt ein Geheimnis, so dass ich leider nicht mehr schlafen kann. Ich kenn mich selbst nicht mehr, es jagt mich hin und her. Mit deinen Blicken fängst du mich an. Aus deinen Augen spricht so viel Liebe. Das kann nicht Lüge, das muss Wahrheit sein. Entschuldigen Sie, mein Fräulein, ich bin ein Landsmann von Ihnen und ein Freund von Mario. Verstehen Sie was von Musik? Ein bisschen schon. Ich war mal Artist und wenn ich sage, der Junge muss mit der Stimme unbedingt auf die Bühne, dann habe ich doch recht, oder? Oh ja, ich glaube, er wird Karriere machen. Aber nicht nur er, sondern ich auch, als der Manager. Verlassen Sie sich drauf, das wird ein Ding. Da kann überhaupt gar nichts schief gehen. Was soll ich auf dem Theater? Wer mich hören will, soll hierher kommen. Naja. Alles leer? Schon so spät? Bitte bestellen Sie mir ein Taxi. Aber warum? Ich würde Sie sehr gerne nach Hause bringen. Das geht doch nicht. Na gut. Im Institut hat sie sich bis jetzt auch nicht gemeldet. Aber mach dich doch nicht verrückt. Sie ist doch kein Kind mehr. Sie wird schon wieder auftauchen.
Sie wird irgendwo ins Meer gucken oder in den Mond, wie alle Leute um diese Zeit in Athen. Wohnen Sie hier? Nein, da drüben, aber ich möchte gern, dass Sie hier halten. Bitte? Ging es nicht schnell? Sie sind nicht nur Sänger, Sie sind auch Rennfahrer. Ach nein, wissen Sie, das ist nur mein Temperament. Kommen Sie mal wieder? Vielleicht. Aber dann darf ich Sie vielleicht mal abholen. Und Ihnen Athen zeigen. Nein, besser nicht. Aber anrufen darf ich Sie doch sicher mal. Nein, bitte nicht. Vielen Dank. Gute Nacht. Da bist du ja endlich. Darf man fragen, wo du herkommst? Ist das ein Verhör, Papa? Wir waren in Sorge um dich und wir haben wohl ein Recht zu wissen, warum du uns Sorgen machst. Entschuldigt bitte, das war nicht meine Absicht, aber ich dachte, ihr werdet wieder die ganze Nacht in eurem Laboratorium, wo man nicht anrufen darf und wo man rausgeschmissen wird, wenn man sich erlaubt. Also Helga, bitte benimm dich nicht wie ein Schulmädchen. Du weißt ganz genau, dass wir nicht zum Vergnügen hier sind. Du weißt auch, dass es Klaus nicht angenehm ist, wenn er dich immer allein lassen muss. Nein, das weiß ich nicht. Das genügt nicht, jetzt zu sagen, Klaus, schon als ich gestern ankam. Also bitte hör auf damit! Ich habe mich entschuldigt und damit ist vorbei. Ich will dir was sagen, Kleines. Ich bin nicht dein Kleines. Ich habe das Dad immer wie ein Kind behandelt und ausgefragt zu werden. Ich weiß selbst, was ich zu tun und zu lassen habe. Und bitte macht euch weniger Sorgen um mich. Ich bin ein ganz selbstständiger Mensch und kein entlaufenes Hühnchen. Ja. Hoppla. Na, na, na. Also am liebsten möchte ich es. Ah, ich auch, aber das hat doch keinen Sinn. Jetzt nicht mehr. Ich würde mir etwas Mühe geben bei ihr. Mühe geben? Ja, ja, gib dir mal ein bisschen Mühe. Und dann würde ich nicht immer Kleines zu ihr sagen. Ist eine alte Gewohnheit. Ich gebe zu, im letzten halben Jahr hat sie sich mächtig verändert. Also Klaus, wenn ich dir einen guten Rat geben darf. Tu morgen früh so, als wenn nichts gewesen wäre, dann ist alles wieder in Ordnung. Ein altes Rezept aus meiner Ehe. So? Ja. Mach ich. Wieso ich? Ich bin ja angezogen. Jetzt bist du mein Wickelpin. Was willst du wohl gern loslassen? Ich denke nicht daran. Erst musst du mir sagen, ob du mir wegen meiner Gardinenpredigt von gestern Abend noch böse bist. Ich habe eingesehen, dass du völlig im Recht bist, Helga. Ernst? Schwöre. Gut, nun lass mich los. Noch nicht! Oh, was willst du denn noch? Ich wollte dich fragen, ob du mitkommst. Wir müssen raus aufs Meer zu unseren Fischern. Oh ja, gern, Klaus. Also beeil dich. Dein Vater und Fräulein Birkmann warten bereits auf uns. Fräulein Birkmann kommt auch mit? Ja, natürlich darf sie nicht. Bitte, wenn du großen Wert drauf legst. Und du bist doch nicht eifersüchtig. Ich weiß nicht mal, ob sie blond oder schwarz ist. Das scheint mir aber durchaus fähig, dir das beizubringen. Angela und ich. Fräulein Birkmann hätte bestimmt nichts dagegen. Das spürt man doch als Frau. Das spürst du als Frau. Ach, du Kindskopf. Das muss ich dir recht erzählen. Du, wenn du das tust, bin ich kein Bock. Los, bitte, Telefon. Ja, hier ist ein Telefon. Hallo? Hallo? Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie so einfach überfalle. Aber Sie können einen Menschen sehr glücklich machen, wenn Sie mit zum Poseidon-Tempel fahren. Da gehen nämlich alle Liebespaare hin. Fritz! Ich will Sie natürlich nicht zu überreden versuchen, Fräulein Helga, aber so etwas haben Sie noch nie gesehen. Felsen, Sonne und im Hintergrund das Meer. Es wäre so schön. Darf ich Sie nicht doch noch abholen? Ich werde auf Sie warten. Auch wenn Sie mir noch so wenig Hoffnung lassen. Ach, bitte, kommen Sie doch. Bitte. Darf ich wissen, wer dich angerufen hat? Das ist belanglos. Komm, gehen wir. Ich will es aber wissen. Klaus, ich möchte, dass wir recht schnell gehen. Und ich möchte dir sagen, dass es hierzulande für eine Dame unmöglich ist, ohne Begleitung auszugehen. Ach, fängst du schon wieder? Helga,
Spürst du nicht, dass ich es gut mit dir meine? Dass ich. Also gut, komm, gehen wir. Ich habe keine Lust mehr. Helga, ich bin nicht aufgelegt, dich noch lange zu bitten. Ich verlange es doch nicht. Ich habe auch keine Lust, mich immer und immer wieder zu entschuldigen. Das habe ich auch nicht erwartet von dir. Helga, ich gehe jetzt. Bitte? So ein trauriges Gesicht. Ach, es ist nichts. Aber vielleicht kann ich Ihnen irgendwie helfen, Helga. Nein? Nein? Sie brauchen es mir nicht zu sagen, wenn Sie nicht wollen. Das ist sehr lieb von Ihnen. Aber das ist doch selbstverständlich. Kinder, das geht nicht. Das können wir alles nicht gebrauchen. Ja, ja, ich gehe schon noch mal runter. Aber seien Sie vorsichtig, Klaus. Oh, hier. Das Land der Liebe gehen, das war mein Traum, seitdem ich dich sah. Heute ist die Stunde da. Einmal mit dir verliebt zu zwei und von Musik verzaubert sein. Alles versinkt und wir sind allein. Das muss ein Märchen sein. Du hast so viel Charme, Worte sind zu arm, um es dir zu sagen, was du für mich bist. Dunkel sind für mich Tage ohne dich. Alles wär zu Ende, wenn du mich vergisst. Verliebt zu zwei und von Musik verzaubert sein. Alles versinkt und wir sind allein. Das muss ein Märchen sein.
sollten etwas aus ihrer Stimme machen. Das haben schon viele gesagt. Doch wenn es darauf ankommt, dann haben sie es auf einmal alle vergessen. Aber vielleicht ist es auch viel besser so. So dürfen Sie nicht reden. Solch eine Stimme ist ein Geschenk. Sie können Tausende von Menschen damit glücklich machen. Was gehen mich alle die anderen an? Ich singe nur für einen Menschen auf der Welt und das bist du. Helga. Nein, nein, Mario, ich muss gehen. Ein wenig Zeit haben wir noch. Mein Wagen ist sehr schnell. Ich weiß, so schnell wie sein Besitzer. Viel zu schnell für mich. Viel zu schnell. Haben Sie etwa Angst vor mir? Vor Ihnen? Nein. Wovor dann? Na Klaus, was ist los mit dir? Du hast ja heute kaum ein Wort gesprochen. Hast du schlechte Laune? Weiß nicht. Oder war wieder was mit Helga? Guten Morgen, Herr Doktor. Morgen. Hier ist die Post. Ein Telegramm ist auch dabei. Danke, Bertha. Morgen, Papi. Tag, mein Kind. Sag mal, Klaus war gestern so komisch. Hast du dich mit ihm gezankt? Wieder wegen der Arbeit, ne? Nein, nicht wegen der Arbeit, aber Papa, ich überlege, ob alles nicht ein großer Irrtum war. Nanu. Ich weiß nicht, ob Klaus und ich überhaupt zusammenpassen. Na, hör mal, ihr kennt euch so lange und jetzt plötzlich fällt dir auf, dass Klaus nicht der Richtige ist. Helgachen, kann ich dir nicht irgendwie helfen? Nein, damit muss ich allein fertig werden. Von wem ist denn das Telegramm da? Von meinem Schulfreund Beckers. Er hatte eine Veranstaltung und hörte, dass ich hier bin und will mich besuchen. Beckers? Ist das der bekannte Konzertagent? Ja. Am besten, ich lade, wenn er kommt, gleich ein paar Kollegen ein. Ich bin schon lange einen Abend schuldig. Passt mir zwar gar nicht, aber was soll man als höflicher Mensch machen? Du, Papi, ich habe eine Bitte. Ja, was denn? Ich möchte auch jemanden einladen. Ja, wen denn? Den Sänger aus der Taverne. Weißt du, Beckers sucht doch immer neue Leute. Vielleicht kann er was für ihn tun. Der Sänger aus der Taverne? Glaubst du, dass der bei uns singen würde? Na klar, das ist doch der Sinn der Einladung. Das ist doch großartig. Wenn er singt, brauchen wir nicht so viel zu reden. Ausgezogen kannst du wohl nicht angezogen sein. Ah, gut für Geschäft. Mann, da zwei Drachen trinken. Du immer eifersüchtig. Doch eifersüchtig, ach was. Ich pass nur auf, dass du dich nicht erkältest. Hallo. Oh, guten Tag, gnädiges Fräulein. Das ist aber schade. Mario ist leider nicht da. Dann richten Sie ihn bitte aus, dass morgen ein Agent da ist. Ich möchte gerne, dass er ihm vorsingt. Ja, ist das wahr? Och, Sie sind ja ein Engel. Also, wenn die ihn nicht sofort engagiert, fresse ich einen Besen mitsamt der Putzfrau. Na, das lassen Sie mal lieber sein. Die Besen sollen nämlich gar nicht gut sein hier. Vor den Putzfrauen weiß ich nicht. Haben Sie mal einen Bleistift? Ich möchte gerne ein paar Zeilen an Mario schreiben. Aber selbstverständlich. Moment. Simsalabim. Voilà. Bitte schön. Papier, Bleistift. Bitte sehr. Richtig, Sie sind ja Zauberer. Warum treten Sie nicht mehr auf? Ach, ich mag nicht mehr. Ich war mal mit einer Luftnummer verheiratet und die ist mir mit einem Kraftakt durchgebrannt. Och, das tut mir leid. Tja, so sind die Frauen. Oh. Ich meine, nicht alle. Sie können fahren. Was macht es? 25 Drachmes.
Bitte geben Sie Mario den Brief. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich ja sehr gerne mitkommen. Schließlich als ein Manager. Ja, ja, kommen Sie ruhig mit. Sind so viele Leute da, da fällt es überhaupt nicht auf. Wissen Sie, er macht viel Dummheiten. Man muss auf ihn aufpassen. Und dann nimmt er nicht alles sehr ernst. Naja, ich verstehe schon. Ich passe schon auf, dass er es ernst nimmt. Also grüßen Sie ihn. Ich muss gehen, mein Taxi wartet. Bitte sehr, mein gnädiges Fräulein. Klaus? Was machst du denn hier? Ich wollte nur sehen, mit wem du flirtest. Wieso? Oder ist es etwa mehr? Es wäre leichter, dir zu antworten, wenn du mir nicht nachspioniert hättest. Ich denke, du hast Vertrauen. Hör mal, Helga. Du weißt, ich liebe dich. Und darum möchte ich verhindern, dass du aus Dummheiten eine Sache stolperst, auf die du nicht mehr rausfindest. Dummheit, sagst du? Was denn sonst? Doch nicht das übergroße Lebenserfahrung. Ach, hör endlich mit deinen Bevormundungen auf. Ach, Kleines. Ich wollte dir nur helfen. Tja, das kannst du. Bitte spionier mir nicht mehr nach und sei nicht immer so eifersüchtig. Komm. Und bitte fahr jetzt. Komm. Zigarette? Danke, Herr Doktor, immer noch nicht. Entschuldigung. Ich vergesse, Angela. Wir haben morgen eine kleine Gesellschaft. Ich hoffe, Sie kommen auch. Vielleicht gibt es sogar eine Verlobung zwischen Klaus und Helga. Die beiden wissen zwar noch nichts von ihrem Glück, aber ich glaube, ich muss da ein bisschen nachhelfen. Sie machen mir nämlich langsam Kopfschmerzen. Vielen Dank, Herr Doktor, aber... Kein Aber, Sie müssen kommen. Bitte. Darf ich Ihnen etwas sagen, Angela? Sie sind manchmal für mich ein Rätsel. Sie sind jung, sehen gut aus, haben keine Launen, keine Wünsche, gehen nie aus, haben anscheinend auch keinen Freund. Entschuldigen Sie, dass ich das alles so zu Ihnen sage. Keine Ursache, Herr Doktor. Aber ich habe im Krieg meinen Verlobten verloren. Und nun gehöre ich dieser Generation von Frauen an, die nicht mehr viel Aussichten haben. Aber ist ja Unfug. Die Männer, die mich noch interessieren, sind entweder fest in einem Lebenskreis oder anderwärtig gebunden. Das ist alles. Hallo, Klaus. Na, was ist denn los? Wenn ich mich nicht endlich mehr um Helga kümmern kann, dann... ist ein Knacks zwischen uns beiden, der nicht mehr zu reparieren ist. Suppe, Macaroni, Creas Patates, Astakusch, Frutta. Was haben du der Frau geflüstert? Geflüstert? Ich habe ja bloß die Speisekarte vorgelesen. Warum du dich dabei bücken? Weil ich ein bisschen kurzsichtig bin. So! Ach, sei doch nicht gleich eifersüchtig, wenn ich meiner Frau in etwas entgegenkomme. Ach. Alles nur Geschäft. Du, morgen Abend sind wir eingeladen. Von meiner Landsmännin. Hier ist ein Brief für dich. Ah, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ach, wundervoll. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass eine Frau hält, was sie versprochen hat. Ist ja auch eine Landsmännin von mir. Hör mal zu, Mario. Von der lässt du die Finger, verstanden? Ich weiß nicht, ob ich dir das versprechen kann. Sie ist so anders als die Frauen hier. Sie ist einfach bezaubernd. So etwas gibt es hier nicht. Du, Fritz, ich glaube, ich verliebe mich noch ernsthaft in sie. Es wird ja immer schlimmer. Bitte tu mir den Gefallen. Lass sie in Ruhe. Es ist keine Frau für dich. Davon bin ich nicht im geringsten überzeugt. Sie ist nämlich unglücklich. Und ich mag keine unglücklichen Menschen. Und deshalb muss sie wieder froh und glücklich werden. Und der Einzige, der ihr helfen kann, bin ich. Und ich verspreche dir, Fritz, dass sie heute noch aus allen Wolken fallen wird. Ja, was ist denn? Da steht ja noch das ganze Abendbrot. Willst du denn nicht essen? Danke, Bertha, kein Hunger. Ach, Kind, was ist mit dir? Hm? Ach, wenn ich das wüsste. Ich glaube, ich hätte überhaupt nicht herkommen sollen. Es ist alles so durcheinander, so unwirklich. Ich weiß nicht mehr, wann ich aufwache und wann ich träume und... Hörst du mein Lied, es flüstert dir zu, mein Alles bist du, nur du. Tango, Serenaden will ich für dich singen, die heimlich und sacht bei Nacht Grüße dir bringen. Tango, Serenaden
gibt's tausend und eine, und jede sagt dir von mir, du oder keine. Öffne die Tür, öffne sie mir, nur eine Stunde. Schenk mir ein Wort, bitte ein Wort aus deinen Munde. Tango, Serenaden will ich für dich singen. Sie sagen, Cherie, Cherie, heut oder nie. Hörst du mein Lied, es flüstert dir zu. Mein alles bist du, nur du. Tango, Serenaden, la 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 la. La, 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 la. Helga! Mario, das war ein wunderbares Lied. Ich danke Ihnen. Aber Sie sollen doch erst morgen singen, wenn der Agent da ist. Helga, für die anderen singe ich morgen. Heute war es nur für dich. Nur für dich allein. Sie können gar nicht wissen, wie Sie mir geholfen haben. Das ist genau das, was ich gewollt habe. Ich wollte Ihnen ein wenig Freude machen. Mich bedanken. Auf meine Weise. Helga. Helga, ich liebe dich. Was ist denn das für ein Wagen hier vor dem Haus? Das ist doch... Wir müssen uns so bald wie möglich wiedersehen. Wir beide allein. Nicht unter so vielen Menschen wie morgen Abend. Helga, ich... Du gestattest, dass ich mit diesem Herrn spreche. Würden Sie mir bitte erklären, was Sie hier bei uns zu suchen haben? Ich habe nur von Herrn Helga begleitet. Klaus, überleg bitte, was du tust. Du hast keine Ich warte für Ihre Antwort, Herr. Aber Klaus, wie gehst du mit unseren Gästen um? Gäste? Wieso denn Gäste? Ja, der Herr ist so freundlich, morgen auf unserem Fest zu singen. Helga hat mich gefragt, ob sie ihn einladen dürfte. Ach so. Genau so war's. Nur deshalb bin ich hergekommen. Ich wollte mich bedanken. Ja, ich verstehe Sie vollkommen, Herr... Mario. Ich bin Dr. Lindenberg und das ist mein Schwiegersohn, mein Zukünftiger jedenfalls, Herr Dr. Weinert. Sie müssen die etwas raue Art dieses Herrn entschuldigen, aber er hat Sie vermutlich für eine Art Einbrecher gehalten. Da muss ich Sie enttäuschen, aber das stimmt nicht. Natürlich. Erlauben Sie, dass ich mich jetzt von Ihnen verabschiede. Wir sehen uns ja morgen Abend. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Schade, dass ich ihn nicht verprügelt habe. Ja, wenn es vor Helga getan hättest, wäre es wahrscheinlich aus gewesen zwischen euch beiden. Ist auch so aus. Du weißt ja nicht, dass sie sich heimlich mit diesem Kerl getroffen hat. Dass ihm nachläuft. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe es geahnt, als ich ihn einladen wollte. Und jetzt sitzt du wahrscheinlich oben auf dem Zimmer und heult und verzweifelt an der ganzen Welt. Ja, ich zweifle langsam an ihr. Ja, und ich zweifle an euch beiden, an eurem gesunden Menschenverstand. Bis jetzt habe ich geglaubt, es ist ein kleiner Flirt von ihr, mit dem sie sich die Zeit vertreibt. Aber nun kriege ich langsam Angst. Mach dir keine Sorge, mein Junge, ich habe auch Angst. Aber vor dem Fest morgen. Meine Tochter? Mein Schulfreund Karl Beckers. Freut mich, gnädiges Fräulein. Freut mich riesig. Dieses Fräulein Viola Kern. Nett, dass Sie gekommen sind, gnädiges Fräulein. Sie steht auch unter Vertrag bei mir. Oh, Sie sind Künstlerin. Ja. Singen Sie? Aber gern. Wo ist der Kapellmeister? Aber doch nicht jetzt, Püppchen. Warum denn nicht? Zu Hause darf ich nämlich nie singen. Oh. Wie kannst du das sagen? Zu Hause kannst du so viel singen, wie du willst. Aber nur, wenn ich nicht da bin. Darf ich Sie bitten? Mit dem größten Vergnügen. Aber nicht zum Flügel, zum Buffet, ja? Gnädige Frau, guten Abend, Wärter. Guten Abend, Herr Professor, bitte sehr. Herr Geheimrat, wünschen Sie auch, ja? Sehr liebenswürdig. Bitte. Das ist aber nett, dass du mir was zu trinken bringst. Weißt du, so eine Gesellschaft ist ja verdammt anstrengend. Wunderbar. Warum muss man eigentlich seine besten Weine immer mit Menschen trinken, die einen eigentlich gar nicht annehmen? Das sind so die Tragödien des Alltags. Du, guck mal, dreh dich mal um. Da kommt ein Caruso. Oh, ich verschwinde besser, sonst gibt's Scherben. Na bloß nicht! Fräulein Helga, Sie sehen einfach reizend aus. Erlauben Sie mir? Danke, Mario. Fritz, es ist nett, dass Sie auch gekommen sind. Darf ich mir erlauben? Oh, kleinen Blumenstrauß. Das ist ja großartig. Wie machen Sie das nur? Können Sie das auch mal für mich? Aber selbstverständlich, gnädige Frau. Entschuldigen Sie, Fräulein Helga.
Simsalabim. Oh, das ist ja fabelhaft. Und wie sie duften. Ich? Ach so. Das ist Sünde der Nacht. Mann, Sie engagieren mich vom Fleck weg. Aber Herr Becker, das ist doch Herr Fritz Keller, der Manager. Da ist Herr Mario, ihn sollen Sie hören. Oh, das macht nichts, mein lieber Gigi. Wenn Sie so gut sind wie Ihr Manager, brauchen Sie gar nicht mehr zu singen. Ich engagiere Sie beide. Willst du mich dem Herrn nicht einmal vorstellen? Na, aber selbstverständlich, Püppchen. Das ist Fräulein Viola Kerr, eigentlich Sängerin. Ich wollte Sie mal managen, aber jetzt managt sie mich. Aber ich kann Sie an keiner Bühne mehr loswerden. Aber, der Herr denkt, es ist wirklich so. Wir kennen uns doch. Sagen Sie mal, sind Sie nicht der... Impresario von Mario, ja. Ach, Impresario. Ja. Verstehen Sie etwas von chinesischen Vasen? Ach ja. Gefällt es Ihnen? Sehr schön. Ja, ist ein ganz seltenes Stück. Das würde auf jeder Kunstauktion wenigstens 25.000 kosten. 25.000? Mhm. So was kostet, was habe ich noch nie in Händen gehabt. Das kann ich mir vorstellen. Aber unser kaltes Buffet ist auch nicht schlecht. Ach, wenn Sie mich entschuldigen, ich kann mich so schwer davon trennen. Ja, das glaube ich Ihnen. Danke. Fritz! Ja? Die Noten bitte. Ja. Wollen Sie sich bedienen, bitte? Danke, das heißt, haben Sie vielleicht was mit Marmelade oder... Marmelade? Nein. Mayonnaise, es geht auch, danke. Wie denn? Nein, das ist in Ordnung. Sag mal, wo bleibt bloß unser Angela? Sie müsste längst hier sein, aber sie wollte noch unbedingt die Brutkästen einholen. Was, jetzt noch? Kennst sie doch. Heute sind die 6 Versuchstage rum, da geht's eben los, aber ich habe ja Aristoteles mitgeschickt. Aber sie müsste doch längst zurück sein. Ach, bitte tu mir einen Gefallen, ruf doch mal an. Ich bin etwas in Unruhe. Und außerdem macht mir der ganze Abend keinen Spaß, wenn sie nicht da ist. Ja, was starrst du mich so an? Ja, sie ist die einzige intelligente Frau, die ich kenne. Also tu mir einen Gefallen, ja? Kümmere dich um sie, bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe Ihnen einen unerwarteten Kunstgenuss anzukündigen. Der Sänger Mario, begleitet von meiner Tochter Helga. Angela ist allein hinausgefahren, ohne Aristoteles. Allein? Ja. Ach, bitte kümmere dich um sie. La, 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 la. La 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 la. Immer verliebt ist mein Herz, wenn die Sonnenstrahlen lachte schon frühmorgens um 8. Immer verliebt ist mein Herz, niemals traurig, immer froh. Immer verliebt ist mein Herz in die Schönheit dieser Welt, dazu braucht man kein Geld. Immer verliebt ist mein Herz in die Frau, die mir gefällt. Kommt etwas Blondes in Sicht, schreib ich sofort ein Gedicht. Doch auch in Schwarz und in Braun lieb ich die Frauen. Immer verliebt ist mein Herz, wenn am Abend bei den Pärchen die Sehnsucht erwacht. Immer verliebt ist mein Herz, morgens, mittags und bei Nacht. Mit Musik wird ernstes zum Spiel, mit Musik, da kommt man zum Ziel. La 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 la. Mit Musik, da kommt man zum Ziel. Mit Musik, la 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 la. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Wir machen Vertrag. Das Lied war nur für Sie allein. Ich hoffe, Sie haben es verstanden. Ja, ich hab's verstanden, Mario.
bist so nervös? Was ist denn mit dir? Fräulein Birkmann ist noch draußen auf dem Wasser. Ich warte auf Nachricht von Klaus. Ich habe ihn gebeten, nach ihr zu sehen. Ist der raus aufs Wasser zu Fräulein Birkmann? Ja. Sie war doch auch eingeladen heute Abend. Das verstehe ich eben nicht. Hoffentlich ist bloß nichts passiert. Angela, wie konnten Sie allein so weit hinausfahren? Ohne Aristoteles. Ein paar Minuten noch und es wäre aus gewesen mit Ihnen. Plötzlich ohnmächtig geworden. Also hören Sie mir so einen Schrecken einzujagen? Sie bringen mich in eine schöne Situation. Das macht nichts. Die, die wir lieben, fragen nicht mehr danach. Wissen Sie das so genau? Ja. Ich lasse Sie jetzt allein. Muss das sein? Muss sein. Und eine Flasche Cognac besorgen muss auch sein. Cognac? Cognac finden Sie im mittleren Schrank. Da unsere Gastgeber auf eine so lautlose Weise verschwunden sind, schlage ich vor, dass wir einen kleinen Ortswechsel vornehmen. Sie kommen doch mit? Muss ich ja als Vertreter des Hausherrn. Und wohin? Wir überlassen uns ganz Ihrer Führung. Na, für eine Halbtote sind Sie aber ganz lustig, muss ich sagen. Ja, das finde ich auch. Etwas von ihrer Kühle hat sie verloren im kühlen Wasser. In Zukunft brauchen wir keine Taucher mehr, das besorgt alles Angela. Was war denn nur wirklich los? Gesund gewartet, was? Mhm. Du, Klaus, tu mir doch einen Gefallen, geh rüber zu unseren Gästen. Wenn keiner von uns mehr da ist, sehe ich schwarz, du weißt schon nicht. Wiedersehen. Wiedersehen, Klaus. Und vielen Dank. Meine Besserung. Dank für alles. Oder ist es Ihnen nicht angenehm, wenn ich einfach so über Klaus verfüge? Aber im Gegenteil. Es ist sehr lieb von Ihnen, dass Sie meinetwegen Ihre Gesellschaft aufgeben. Aber nötig ist es nicht. Doch, es ist nötig, Angela. Doch. Wieder heruntergefallen. Ach. Was ist denn, Bertha? Ja, Herr Doktor. Wo sind denn unsere Gäste? Sie sind weggegangen, nachdem Sie den Anfang gemacht haben. Herr Direktor Beckers hat sie alle eingeladen. Und Helga? Die ist mitgegangen. So. Ja. Dann wird sie sich ja gut amüsieren. Komm, Bertha, setz dich. Wir trinken ein Glas zusammen. Ja, aber bitte, Herr Doktor. Wir haben auf das Wohl von verschiedenen Leuten anzustoßen. Ach, Herr Doktor. Wie hat das alles nur so kommen müssen? Weiß nicht. Kann's nicht ändern. Hab eben verloren. Gar nicht haben Sie verloren. Und Sie können's auch ändern, wenn Sie es nur wollten. Soll ich ihn umbringen? Nein, im Gegenteil. Sie könnten, nehmen Sie mir es nicht übel, Herr Doktor, Sie könnten eher ein bisschen lernen von ihm. Lernen? Nun bist du verrückt, Bertha. Vielleicht, Herr Doktor. Aber sehen Sie, ich habe Herrn Mario heute den ganzen Abend beobachtet. Wie er so ist zu Helga. Wie besorgt, wie zärtlich. Wie er jeden Wunsch von Augen abschaut. Und er schämt sich auch gar nicht, vor allen Leuten zu zeigen, dass er sie liebt. Was du alles siehst, Bertha. Ja, ja, Herr Doktor. Und das soll ein junges Mädchen nicht verrückt machen.
Ich glaube, ich habe ihr oft genug gesagt, dass ich sie liebe. Ja, schon, Herr Doktor. Aber doch nicht richtig. Doch nicht so, wie es eine Frau gern hat. Und auch Helga. Gut, wenn sie noch so erwachsen tut. Das ist doch noch so ein kleines Mädchen. Ja, das ist sie. Sehen Sie, seit dem Tode ihrer Mutter war eigentlich nie jemand so wirklich zärtlich zu ihr. Ihr Vater ist gut zu ihr, oh ja, sehr, aber er lässt ja doch alles gehen, wie es geht. Sie sind auch gut. Aber es scheint immer, als ob Sie Ihre Arbeit genauso lieben würden wie Helga. Das ist zu wenig. Sie müssen ihr mehr zeigen, was sie Ihnen bedeutet. Was bist du für eine kluge Frau, Bertha, aber du hättest eher mit mir reden müssen. Jetzt ist es doch zu spät. Ach, nichts ist zu spät. Ich weiß es doch. Ich höre sie doch jeden Abend, wie sie in ihr Kissen weint. Ja, und vor Ihnen spielt sie dann die Abweisende. Die ist doch so verzweifelt. Und dann läuft sie wieder zu ihrem Sänger, weil er ihr das Gefühl gibt, dass sie für ihn das Einzige auf der Welt ist. Reden Sie doch einmal richtig mit ihr. Dann kommt alles in Ordnung. Aber viel Zeit haben Sie nicht mehr. Prost, Bertha. Prost. Prost. Oh. Oh. Verzeihung. Danke. Sie sollten einen Zauberladen aufmachen. Da würden Sie sehr viel Geld verdienen. Ich möchte lieber ein berühmter Manager werden und andere für mich arbeiten lassen. Ja, da werden Sie Ihre Wunder erleben. Darf ich bitten? Gestatten Sie? Aber gern. Glauben Sie wirklich, dass Herr Beckers mir helfen wird? Wenn ich ein gutes Wort für Sie einlege, bestimmt. Das würden Sie für mich tun? Das kommt darauf an. Wissen Sie eigentlich, dass Helga wegen Klaus auf Sie eifersüchtig ist? Ich weiß. Offen gesagt, deshalb bin ich nicht zu der Party gekommen und bin hinausgefahren. Das dürfen Sie nie wieder tun. Wir hatten wirklich Angst um Sie. Angst um mich? Das gibt's? Ja, das gibt's, Angela. Sie haben mir gestern das erste Mal etwas von sich erzählt. Dass Sie immer so allein sind, Angela. Ach. Aber Sie sind nicht allein, wenn Sie nicht wollen. Und ich meine, wenn ich nicht ein zu alter Mann bin für Sie. Aber Herr Doktor, Sie sind doch nicht alt. Vom ersten Tag an habe ich Sie bewundert. Bei Ihnen ist alles so einfach, so unkompliziert, so leicht. Ja, leicht, einfach und unkompliziert, das verpflichtet natürlich. Zu was? Ihnen etwas zu sagen, was mir eigentlich erst heute so richtig klar geworden ist. Angela, Sie müssen immer bei mir bleiben. Angela, oder? Was würde Helga dazu sagen? Würde sie da nicht erst recht eifersüchtig werden? Sie liebt doch ihren Vater mehr als Klaus. Helga liebt nur Klaus. Trotzdem, lassen Sie mir noch etwas Zeit. Oh, Mario, bitte singen Sie noch was. Oh ja. Was wünschen Sie sich? Das Schönste, was Sie haben. Etwas Sentimentales. Ja. Oh nein, nicht Sentimentales, was Lustiges. Ja, dann, dann singen Sie doch das Lied von heute Abend. Sie meinen... La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Immer verliebt ist mein Herz, wenn die Sonnenstrahlen lachen schon frühmorgens um acht. Immer verliebt ist mein Herz, niemals traurig, immer froh. Immer verliebt ist mein Herz in die Schönheit dieser Welt, dazu braucht man kein Geld. Immer verliebt ist mein Herz in die Frau, die mir gefällt. Kommt etwas Blondes in Sicht, schreib ich sofort ein Gedicht. Doch auch in Schwarz und in Braun lieb ich die Frauen. Immer verliebt ist mein Herz, wenn am Abend bei den Pärchen die Sehnsucht erwacht. Immer verliebt ist mein Herz, morgens, mittags und bei Nacht. Mit Musik geht alles so leicht.
mit Musik wird vieles erreicht. Mit Musik wird Ernstes zum Spiel, mit Glück und Musik, da kommt man zum Ziel. Mit Musik, mit Musik. Immer verliebt ist mein Herz, geh ich singend durch die Stadt, die Geheimnisse hat. Immer verliebt ist mein Herz und vergnügt das sowieso. Immer verliebt ist mein Herz, heute hier und morgen dort, fängt es Feuer sofort. Immer verliebt ist mein Herz schon beim ersten netten Wort. Seh ich die anderen zu zweien, bleib ich nicht länger allein. Ich lach ein bisschen mir an, so schnell ich schon. Immer verliebt ist mein Herz auf der Straße und im Bar und im nächsten Café. Immer verliebt ist mein Herz, wo ich geh und wo ich steh. Mit Musik wird Ernstes zum Spiel. Mit Musik, da kommt man zum Ziel. Mit Musik, da kommt man zum Ziel. Mit Musik, la 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 la. Es war ein wundervoller Abend. Ich danke dir. Ja, es war ein wunderbarer Abend, nur leider viel zu schnell zu Ende. Das hängt von dir ab. Wenn du willst, fängt alles erst an. Wochen, Monate, Jahre voll Glück. Ein ganzes Leben lang, wenn du willst. Helga, ich liebe dich so sehr. Sage mir, was ist mit dem anderen Mann? Bist du verlobt mit ihm? Mario, komm, nicht davon reden. Nicht jetzt, nicht gerade heute Abend. Helga, du sollst nichts mehr allein tun, keinen einzigen Schritt. Ich will alles für dich tun. Ich werde dich auf Händen tragen. Ich will nur noch für dich da sein, ein ganzes Leben lang. Ich liebe dich. Du bist die einzige Frau für mich. Mario, ich weiß, ich träume alles nur. Gar nichts träumst du. Du musst doch fühlen, dass es kein Traum ist. Du träumst nicht. Diese Küsse sind wahr. Gute Nacht, Mario. Ich wollte mit dir sprechen. Aber nach dem, was ich eben gesehen habe, ist das zwecklos. Fürchte ich. Ich möchte, dass du glücklich wirst, Kleines. Die Zeit mit dir war sehr schön. Du. Jetzt weiß ich erst, was ich verliere. Aber Klaus, ich... Ich will dir den Abschied nicht schwer machen. Abschied? Ja. Abschied. Leb wohl. Ich werde dich jeden Tag in Gedanken fragen, ob du glücklich bist. Klaus!
Klaus? Ja? Klaus, ich muss dir etwas sagen. Ja, bitte? Über Mario. Ich weiß, er ist überhaupt nicht mit dir zu vergleichen. Aber er ist mir in einem Augenblick begegnet, wo ich sehr unglücklich war. Verstehst du das, Klaus? Ich glaube schon. Aber das ist doch überhaupt keine Entscheidung. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt liebe, aber er ist ein Stück von dieser Zauberwelt hier. Bitte lass mir etwas Zeit, Klaus. Wo fährst du eigentlich hin? Nach Kapsunion zum Poseidon-Tempel. Alle Verliebten von Athen gehen dahin. Sie schauen sich an, sitzen allein, blicken aufs Meer. Ist eigentlich nichts für uns, nicht wahr? Sieh mal das Meer. Die glänzend blaue Seide. Und die Inseln wie im Übermut von den Göttern hineingeworfen. Und was siehst du mich an? Da unten ist es interessant. Jetzt bist du wieder, wie du früher warst. Warum ist das nicht immer so? Wird schon wieder so werden, Helga. Mario, wenn Beckers heute gute Laune hat, dann hoffe ich bestimmt, dass es mit Ihnen klappen wird. Ich danke Ihnen. Ich hatte gestern Abend das Gefühl, als hätten Sie nur für mich gesungen, trotz dieser kleinen Helga. Ich singe immer nur für schöne Frauen. Hörst du mein Lied, es flüstert dir zu, mein Atem ist nur du. Helga. Klaus. Was hast du denn? Und vielleicht hätten wir doch nicht hierher kommen sollen. Klaus, ich muss dir etwas sagen. Mhm. Ich war schon einmal hier mit Mario. Ja, ja. Aber ich habe geglaubt, ich könnte dir eine Freude machen. Aber das hast du doch auch nur. Ich wollte dich nicht belügen. Ich höre immer noch seine Stimme. Bitte, Klaus, bring mich nach Hause. Gut. Klaus, entschuldige, einen Augenblick bitte noch. Soll ich mit dir kommen? Nein, nein, ich gehe allein. Hörst du mein Lied, es flüstert dir zu, mein alles bist du, nur du. Fritz. Liebesfrau Helga. Das ist nun mal die Wahrheit. Ich habe versucht, es Ihnen zu sagen, aber Sie haben mich nicht verstanden. Ich weiß, es tut weh. Aber es ist gut, dass es so gekommen ist. Glauben Sie mir, besser jetzt als später. Ja, vielleicht, Fritz. Sie passen auch gar nicht zu ihm. Und trotzdem ist Mario ein anständiger Kerl. Vielleicht meint er es auch diesmal ehrlich. Aber die Frauen lassen ihn ja nie in Ruhe. Auch hier kann man ihm keinen Vorwurf machen. Diese Viola hat ihn einfach überrumpelt. Ja, Fritz, ich weiß. Ich danke Ihnen. Öffne die Tür, öffne sie mir. Nur eine Stunde, schenk mir ein Wort, bitte ein Wort aus deinen Munde. Tango, Serenade. Du Kleines, wie siehst du denn aus? Klaus, du denkst jetzt sicher, ich bin eine dumme Gans. Aber Helga, wir sind alle eben mal... Klaus, du bist so gut, viel zu gut für mich. Du, Tango Serenaden, la ra la la ra, la ra la la ra. Soll ich bei dir bleiben? Danke, Klaus.
Bitte lass mich allein, es ist besser so. Wenn du meinst. Also gut, Helga, ich bin im Labor, wenn du mich brauchst. Na Klaus, was Neues? Genau das, was ich erwartet habe. Sie hat ihn als Don Juan ertappt und tosend brach die Welt zusammen. Ja, ja, die Natur führt uns auf hübschen kleinen Umwegen immer an das richtige Ziel. Mag sein. Trotzdem tut sie mir jetzt leid. So. Aber sie wird schon durchkommen. Als ich so alt war wie Helga, habe ich auch solche kleinen Tragödien erlebt. Zweimal mindestens wollte ich mich unter die Straßenbahn werfen. Oder ins Wasser springen. Aber jetzt nicht mehr, hä? Nein, jetzt merkwürdig, nicht, dass sich die großen Tragödien viel leichter tragen lassen als die kleinen, die einem so zustoßen. Ja, man kann auch 5 Minuten zu spät kommen. Zum Beispiel zum Flugplatz. Mhm. Und dann entwickeln sich daraus Missverständnisse, die unter Umständen ein ganzes Leben erschüttern. Die Jugend wird weise. Aber sie kann doch nicht verschwunden sein. Wo ist sie hingegangen? Ich weiß es nicht. Ich muss unbedingt mit ihr sprechen. Fritz hat mir gesagt, dass sie draußen am Tempel war und da hat sie mich gesehen mit Fräulein Viola. Ach, sie hat sie gesehen? Mit einer fremden Dame? Ja, es war aber ein Missverständnis. So, ein Missverständnis. Dann war es aber ein sehr verständiges Missverständnis. Und ich glaube bestimmt, dass Sie das Schicksal nicht mehr korrigieren sollten. Darf ich Ihnen einen guten Rat geben? Lassen Sie Helga in Ruhe, bitte. Aber ich liebe Helga. Ich kann nicht mehr leben ohne sie. Och, wenn Sie Helga wirklich lieben, dann nehmen Sie das Missverständnis hin und sagen Sie nichts mehr davon. Vielleicht war der beide sehr glücklich, aber es war nur ein Traum. Nur nicht für das Leben. Und wenn der Traum zu Ende ist, was bleibt da? Nichts. Gehen Sie. Gehen Sie und nehmen Sie die Erinnerung mit an etwas Schönes, was nie mehr wiederkommt. Hm? Sie reden wie meine Mutter. Ja, und Mütter haben meistens recht. Ja, das stimmt. Hm. Darf ich Ihnen einen Kuss geben? Einen Kuss, den ich Helga nicht mehr geben darf. Schön, dass du gekommen bist. Klaus, ich konnte nicht länger allein sein. Ich musste zu dir kommen. Aber ich will dich nicht stören. Du störst mich nicht. Ich sehe mich ganz still um in deiner Welt. Die sind ganz jung. Genau wie du, eben aus dem Ei gekrochen. Sie freuen sich auf das große, bunte Abenteuer ihres Lebens und haben keine Ahnung, was kommt. Sie wissen nicht, dass es furchtbare Feinde gibt, die sie vernichten wollen. Aber diese Räuber können nicht alles vernichten. Die Liebe nicht, das Vertrauen zueinander. Schau nur. Die beiden da hinten, die lieben sich. Aber da gibt es andere, die haben ihre Zeit nicht genutzt. Sind alt und grau geworden und ganz allein. Und dann fällt ihnen ein, dass sie in ihrem Leben viel zu wenig lieb waren zu denen, die sie wirklich liebten. Du bist ja ein Märchenerzähler. Und ich habe dich immer für einen kühlen Wissenschaftler gehalten. Märchen? Ich glaube ihm jedes Wort. Denn Liebe ist ja auch nur ein Märchen. Aber ein sehr schönes. Also hast du doch recht gehabt. Heute Morgen sprang er plötzlich von seinem Stuhl auf und sagte, er müsse unbedingt mit dir sprechen. Das war auch gut so. Ich war wie blind. Ich glaube, ich bin überhaupt jetzt erst zu euch gekommen. Von einer sehr, sehr langen Reise. Das heißt also, dass ich nun endgültig allein bleiben muss. So wie dieser alte Fisch da, hm? Aber nein, Papa, ich werde mich immer um dich kümmern. Hm? Wenn Helga erlaubt, werde ich das in Zukunft übernehmen. Angela. Angela? Und ich habe immer geglaubt, Klaus und... Das hast du im Ernst geglaubt? Angela braucht einen richtigen Mann und keinen Anfänger, nicht? Angela, du bekommst den liebsten und besten Mann auf der Welt. Ja. Natürlich gleich nach Klaus. Hört mal, Beckers hat angerufen. Morgen ist eine große Wohltätigkeitsveranstaltung im Dionysos-Theater. Dionysos-Theater? Zugunsten der Opfer des letzten Erdbebens. Mario singt auch. Ich glaube nicht, dass Helga dafür noch Interesse hat. Doch, Klaus, ich gehe hin. Ich will mir beweisen, dass alles vorüber ist. Kommst du nicht mit?
Nein, Helga. Ich warte hier auf dich. Und geh doch schon. Gut, Klaus. Einmal mit dir die Sterne sehen und in das Land der Liebe gehen, das war mein Traum, seitdem ich dich sah. Heute ist die Stunde da. Einmal mit dir verliebt zu zwein und von Musik verzaubert sein. Alles versinkt und wir sind allein. Das muss ein Märchen sein. Du hast so viel Schaden. Ich glaube, er liebt sie immer noch. Bitte? Mario liebt deutsches Mädchen. Nicht verstehen? Nein. Er liebt deutsches Mädchen. Na, so wie du und ich. Wie du und ich? Ja. Ah, Liebe, wie du und ich. Na ja, na siehste. Prima, gut. Mit dir die Sterne sehen. Und in das Land der Liebe gehen. Das war mein Traum, seitdem ich dich sah. Heute ist die Stunde da. Einmal mit dir verliebt zu zwei. Von Musik verzaubert sein. Alles versinkt und wir sind allein. Das muss ein Märchen sein. Fräulein Helga, das wird ein Riesenerfolg. Und das alles haben wir nur Ihnen zu verdanken. Ach, der hätte es auch ohne mich geschafft. Sagen Sie es nicht. Er hat einen großen Schritt vorwärts getan. Übrigens, als wir von Zunien zurückkamen, war er völlig verzweifelt. Er wollte sie sehen und sprechen und ist doch sofort zu ihm gefahren. Ich hatte große Angst. Aber er kam ganz ruhig zurück und war völlig verändert. Was haben Sie ihm eigentlich gesagt? Ich nichts. Er hat mit einer sehr klugen Frau gesprochen. Glauben Sie immer noch, dass er jemals da herauskommt? Dass er nur einer gehören könnte, selbst wenn er wollte? Fritz, es muss wohl so sein. Ja, sehen Sie, Frau Helga. Liebe ist ja nur ein Märchen. Und von Musik verzaubert sein. Alles versinkt und wir sind allein. Das muss ein Märchen sein. Ich lass dich nie wieder los, mein Kleines. Klaus. Ich liebe dich nämlich.